Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Yeah, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es wächst. Der Rasen wächst so langsam. Es sieht nach Frühling aus. Guckt euch das an. Es wird grüner. Und fröhlich wächst der Wurmhaufen, wollte ich jetzt sagen. So, liebe Rasenfreaks, Ich gebe auf, ich sage nichts mehr über diese Würmer. Wurmhaufen. Ohne Ende. Und nicht nur kleine Wurmhäufchen. Nein. Wenn dann, dann machen wir die richtigen Haufen. Das ist so krass, was wir hier gerade an Wurmaktivitäten haben. Wir haben jetzt den 24. März. Ey, aber es wird wärmer. Die Forsythie sieht schon nicht schlecht aus. Die Magnolie hinten meinem Nachbarn schlägt aus. Die Felsenbirne hat dicke Knospen. Der Frühling steht vor der Tür. Hier, voll die dicken Knospen. Sie kommen alle jetzt, natürlich alle gleichzeitig. Da die Forsythie, ja, aber es ist noch mickrig. Es ist gerade so am Ausschlagen. Die ersten Äste hier unten. Aber so richtig knallig ist das bei weitem nicht. Ich möchte so gerne durchstarten. Also ich bin so heiß, genau wie ihr. Was machen wir heute? Was will ich heute in diesem Film bringen? Keine Ahnung. Wurmhäufchen haken. Ja, das machen wir heute. Silberanfix. Ich hab hier ein Testfeld aufgebaut. Denn ich will heute für euch testen, mit welchem Gerät, mit welchem handgeführten Gerät man am besten diese unheimlichen Wurmhäufchen beseitigen kann. Also wir haben hier unter uns als erstes mein Lieblingsrechen, der Gardena Laubrechen. Ich liebe das Teil. Dann haben wir einen ganz ordinären Besen. Dann haben wir hier einen Rasenrakel, einen schönen Rasenrakel und wir haben ein Gerät, das ist eine Spezialhake. Eine Golf-Spezialhake mit so ganz feinen Zinken, die ähnelt also sehr stark an so einen, ja, an so einen Striegler. Und das teste ich jetzt hier auf diesen Feldern nach und nach. Und jetzt kommt die Sonne durch. Perfekte Bedingungen für den Test, es geht los. Fangen wir also ganz dynamisch hier an mit dem, die Felder sind nicht ganz gleich groß, sollen wir ein bisschen kleiner machen hier. So, ja, okay, mit dem ganz normalen Rasenrechen. So. Ich gehe jetzt einfach so schön hin und her, wie man das so machen würde. Erstmal außen. Ja. Okay. Du wirst mal in Naheinstellung. Schatzi! Vielleicht so quer. Ja, was sage ich dazu? Also ich sage, dass natürlich der Rasen dadurch schon ein bisschen gestresst wird, weil man natürlich nicht nur die Wurmhäufchen verteilt, sondern auch natürlich den Rasen aufhakt. Ja, aber nicht schlecht. Gut, das ist Nummer 1. Test 2 ist jetzt die Bürste. Gehen wir jetzt also hier. Oha, das ist schon, das ist gruselig. Das ist anstrengender, deutlich anstrengender. So, hinten geht's gar nicht. Mag natürlich die falsche Bürste sein, aber der Zerkrümeleffekt. Der Zerkrümeleffekt ist deutlich besser. Also die
Wurmhäufchen verschwinden sofort zu feinstem Sand. Oh, Test Nummer 3 ist der Rasenrakel. Der Rasenrakel läuft über meine tief geschnittene Rasenfläche gut rüber. Sehr schön. Nimmt natürlich jetzt die flachen, schon in den Boden gedrückten Wurmhäufchen nicht auf. Also diese flachen Plaques, die bleiben. Wow. Aber vom Prinzip her war das die schnellste Methode. Mit Abstand die schnellste Methode. Die letzte Methode, diese Art Striegler. Ja. Der ist ein bisschen zu breit hier. Oh, nicht hier ein Vorteil. So, der Striegler. Geht sehr, 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 sehr aggressiv in die Grasnarbe. Sehr aggressiv. Das ist eher schon eine Lüftungsmethode, als das hier irgendwie sinnvoll die Wurmhäufchen weggenommen werden. Was er natürlich gut macht, er reißt unten die Wurmhäufchen Plaques, diese plattgedrückten Wurmhäufchen, die reißt er natürlich gut auf. Also das macht er richtig gut. Ja, das ist schon sehr, sehr aggressiv. Ging auch relativ schnell. So, bin fertig. So, interessant. Jetzt gucken wir nochmal im Detail nochmal hier die Fläche an. Hier sieht man eben deutlich hier, dass der Wurmhaufen Dreck noch ziemlich klumpig liegt. Unten aber ganz gut rausgerissen wurde, aber insgesamt wurde die... Oh, hier. Helfer der Hängerling. Was machst du denn schon hier? Unglaublich. Ja, das ist jetzt also nicht besonders gut, jetzt für das Frühjahr schon so aggressiv in die Grasnarbe reinzugehen. Kann ich nicht empfehlen. Ist nichts. Gehen wir weiter. Kommen wir zum Rasenrakel. Der Rasenrakel, weg, ja, hat tatsächlich eine sehr, sehr gleichmäßig flache Grasnarbe jetzt erzeugt, aber die ganzen Plaques sind überall hier noch da. Natürlich, weil der streicht nur drüber weg und reißt diese plattgedrückten Wurmhaufen, die ich jetzt schon durchs Mähen oder durchs Bürsten plattgemäht habe, plattgedrückt habe, die reißt er natürlich überhaupt nicht hoch. Hier sind auch noch ein paar kleine Krümel. Ja, finde ich auch nicht optimal, weil eben hier die ganzen plattgedrückten Wurmhäufchen noch nicht wirklich weg sind. Gehen wir zum nächsten, zur Bürste. Auch relativ aggressiv sieht man hier, also die Grasnarbe ist auch schon gestresst worden, nicht ganz so stark wie bei dem Striegelrechen. Sehr gut die Wurmhäufchen beseitigt, also kaum noch Häufchen hier, kaum noch so dicke Krümel. Ja, so ein bisschen auch reingegangen in die Grasnarbe, aber die Wurmhäufchen, die plattgedrückten Wurmhäufchen, die sind immer noch da. Das hat er nicht richtig geschafft, die Bürste. Ja, nicht schlecht. Also das ist natürlich tatsächlich, so wie es aussieht, ein ganz guter Kompromiss zwischen Belastung, Schädigung der Grasnarbe jetzt im Frühjahr und Verteilung der Wurmhäufchen. Kommen wir zum Rechen, zum klassischen Rechen. Ja, also hier sehe ich auch wieder mehr Krümel auf der Fläche, weil der Rechen natürlich jetzt hier auch die breiten Zinken hat. Da bin ich aber auch schon sehr viel öfters rübergegangen. Hier hat er auch schon relativ gut die plattgedrückten Wurmhäufchen so ein bisschen, ja, aufgerissen. Auch relativ aggressiv. So, was sagt ihr? Was ist die beste Methode? Interessant. Ich würde mal sagen, der beste Kompromiss ist tatsächlich die Bürste. Und deswegen habe ich ja auch meinen Bürstenwagen und fahre damit so gerne rüber. Der einzige Nachteil bei dem Bürstenwagen ist,
dass ich natürlich erst mit den breiten Rädern vom Greensmaster die Wurmhäufchen platt drücke und dann erst hinter mir die Bürste herziehe. Also besser wäre es tatsächlich noch, ich würde die Bürste vor der Maschine haben. Also erst bürsten und dann rüberfahren. Das wäre cool. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Und was lernen wir wieder daraus? Dass man eben für den gewünschten Erfolg das richtige Gerät braucht. Oder dass wir einfach mal was tun. Yeah. So, was macht er jetzt, der Freak? Was macht er jetzt? So, aufsaugen. So, Freaks. Und wie ziehe ich jetzt am besten hier das Zeug vom Rasen? Mit meinem John Deere, weil ich nämlich richtig gut tief stellen kann. Da bin ich doch noch mal. Ich weiß, man wundert sich, was jetzt beim ersten Mal, man wundert sich wirklich, was beim ersten Mal schon von dieser Fläche runtergekommen ist. Das ist ja Hammer. Hammer! Junge, Junge! Das macht Lust auf mehr. Mal wieder hochstellen. So, gut.